Ja, es gibt, ohne dass es eigentlich ein eigenes Verdienst wäre, so eine westliche Überheblichkeit nach dem Motto, die Dummen aus dem Osten. Ne? Und wenn ich ein früherer DDR-Bürger wäre, würde ich das natürlich auch übel nehmen. Und ich teile diese Auffassung auch nicht. Ich habe ja vorhin in der Einleitung gesagt, dass für mich die Volkseinheit ein ganz großer Wert ist. Und ich habe von Anfang an die Leute, die aus der DDR gekommen sind, auch bei uns etwa in der Behörde, ja, mit offenen Armen empfangen. Ich bin der Meinung gewesen, die sind überprüft worden, die sind nicht unüberprüft eingestellt worden. Und dass sie in der DDR aufgewachsen sind, ist ja kein vorwerfbarer Fehler, das ist eben ihr Pech. Aber es ist nichts, was man ihnen vorwerfen kann. Ich habe ja selber Verwandte in der DDR gehabt. Zum Teil sehr schlecht. Denen wurden schon Steine in den Weg gelegt oder es wurde hinter ihrem Rücken geredet, die haben das und das falsch gemacht. Und es gab so eine subtile Feindseligkeit diesen Leuten gegenüber. Übrigens auch völlig unangebracht, weil die Leute mit der subtilen Feindseligkeit, die hatten sich vor dem Fall der Mauer eigentlich überhaupt keine Gedanken oftmals über die Wiedervereinigung gemacht. Ich hingegen schon. Gibt es da irgendwas Konkretes, was so wirklich hängen geblieben ist? Kommt einer an und sagt, die haben in den letzten 3 Tagen keine einzige Anklage geschrieben. So nach dem Motto, wer keine Anklage schreibt, da kann irgendwas nicht in Ordnung sein. Nö, das ist jedenfalls bei der Staatsanwaltschaft nicht so gewesen. Ich meine, die sind deswegen nicht sofort in die Führungsebenen gekommen, weil sie alle sehr jung waren und sie mussten sich ja auch in fremde Rechtsordnung einarbeiten. Aber inzwischen gibt es mehrere Frauen, die damals übernommen wurden und die Oberstaatsanwälte sind und eine ist sogar Hauptabteilungsleiterin heute. Der Mann war schon mal bei uns vor 20 Jahren. Da wusste der nicht von meiner Vergangenheit. Ich wusste hingegen schon von seiner und ich war sehr distanziert ihm gegenüber und fand das also überhaupt nicht toll. Und dann ist er aber wieder in der Versenkung verschwunden und im letzten Jahr, als seine Frau gestorben ist und er sich auf einmal einsam fühlte, da hat er sich wieder seiner Kinder erinnert und ist wieder aufgetaucht. Ja, und da wusste ich natürlich das immer noch, dass er mal bei der Stasi war, dass er da Major war. Ich wusste nach wie vor nicht genau, was er gemacht hat. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten erfahren. Der wusste noch nicht, dass ich ein ehemaliger Häftling bin. Und die haben mich dann gegoogelt und dann haben sie das auch erfahren. Und das hat ihn auch schockiert. Also ist ja nicht so, dass ich schockiert bin, einen Schwiegervater zu haben, der Offizier der Staatssicherheit war. Er ist umgekehrt auch schockiert, einen Schwiegersohn zu haben, der in der DDR mal im Gefängnis gesessen hat und aus politischen Gründen. Ne? Aber damit muss man fertig werden. Er kann das verarbeiten, ich kann das verarbeiten. Wir gehören ja jetzt quasi in eine Familie und ich sage wieder Volkseinheit. Nicht? Also wir würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir uns gegenseitig diskriminieren und bekämpfen. Es war natürlich auch, dass ich mir beweisen wollte, dass ich sozusagen nicht nachtragend bin. Nicht? Dass ich mit denen sozusagen. Die hatten Angst vor mir, das habe ich im Nachhinein mitbekommen. Die wussten meinen Hintergrund auch und die dachten, der wird uns besonders schikanieren und genau das Gegenteil war dann der Fall. Und das hat aber denen vielleicht auch Lernprozesse ausgelöst, dass sie irgendwie vielleicht auch mal über Einheit und Volkseinheit nachgedacht haben. Und
für mich war das eigentlich konsequent. Ich habe mich gefreut über den Zusammenbruch der DDR, ich habe mich gefreut über die Wiedervereinigung und dass wir jetzt wieder eins sind, ein einheitliches Volk. Und ich fände das wirklich schlecht, wenn wir uns da ja, wegen Dingen, die ausschließlich in der Vergangenheit liegen, heute noch die Köpfe heiß reden würden. Ach, warum war es denn so wichtig, dass Sie nicht nachtragend sind? Hätten Sie ja alles, jedes Recht dazu gehabt. Ja, aber ich wollte es eigentlich. Dann haben, sonst hätten ja auch diese Menschen noch also ihr Leben lang ja Kontrolle über sie gehabt. Also so würde ich das. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele ehemalige Häftlinge, die sind heute noch traumatisiert, die leiden darunter. Die können gar nicht verstehen, dass jemand wie ich zu so einer Einstellung kommt. Aber ich kann sagen, diese DDR-Haft ist nicht das prägende Erlebnis meines Lebens. Und die vielen Rädchen im Getriebe haben auch keinen Einfluss auf mein heutiges Leben. Ich bin, ja, klingt jetzt ein bisschen großkotzig, aber ich sag's mal so, ich bin völlig souverän und stehe da drüber.